Was geht, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf Urbex Inc. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das letzte Video ist ein bisschen was her, aber war auch Urlaubszeit und so weiter. Ich meine, ihr habt ja gesehen noch das Österreich-Video, wo ich im Urlaub gewesen bin, habe ich euch ein bisschen mitgenommen. Und heute das erste Mal seit 3 Monaten wieder auf Lost Place Tour. Mit dabei ist der Eric, kennt ihr ja auch. Hallo. Und ja, wir wollten eigentlich eben in ein Geisterdorf, da sind wir mal durchgefahren, aber das ist teils noch bewohnt und ja, du hast auch alles zugemauert von innen, ne? Also wir haben auch keine Lust da irgendwie groß versuchen reinzukommen, bringt ja nichts und die Leute fühlen sich ja dann auch irgendwie ein bisschen, glaube ich, eh schon angegriffen, dadurch, dass sie das Dorf räumen müssen, da wollen wir nicht noch unnötig Unruhe stiften. So, zweite Option war dann jetzt eine alte Dreherei. Und ich würde sagen, lass mal schauen und los geht's. Ich gehe davon aus, das war mal das Büro. Ja. Aber hier ist ja alles zerbombt, ne? Na gut, hier hast du ja voll viele Kinderspielsachen. Muss man jetzt nicht unbedingt verstehen. Aber naja. Nee, absolut nicht. Hier so ein kleines Bildchen und so. Ja, ich glaube, die Schränke waren hier in den ganzen Räumen verteilt. Die hat sich hier schon zusammengestellt. Das stimmt. Hier ist noch Parkettboden. Was ist denn hier? Guck mal. Was ist los? Noch so ein halb eingepacktes Angelset. Schwimmer, da sind noch die Haken. Okay, vielleicht gibt es hier doch mehr zu sehen, als wir dachten. Ich meine, das ist auch nicht gerade klein hier, ne? Wenn man hier rausguckt, also du hast da hinten noch die Produktionshallen und so. Aber ich sehe jetzt schon, da hat es mit Sicherheit gebrannt, aber das gucken wir uns gleich einfach mal an. Ja. Ja gut. Das war schon ziemlich klar. Wir sind ja auch ziemlich in City-Nähe. Also hier hat sich auf jeden Fall jemand mal niedergelassen. Ja. Ja, Tatsache. Ja, hier das aber auch der Inhalt ist geil. Also Schuhe immer in den Safe sperren, Leute. Okay. Ja gut, gut, gut. Aber der Safe und der Mechanismus, der ist schon geil, ne? Ja. Das sieht schon cool aus. Ist gleich ein schönes Foto wert. Aber ja, und für die Leute, die sich auf Facebook auch meine Bilder angucken, also ich habe jetzt ein neues Objektiv am Start, werden wir heute dann auch mal ausprobieren. Bin selber mal gespannt, wie sich das so macht. Und ja, schauen wir einfach mal weiter. Stimmt, lass uns mal reingucken. Machen wir jetzt sofort. Mal gerade hier. Es gibt ein Hoch. Es gibt ein Hoch, ne? Ja. So, also, wir müssen nochmal die Treppe suchen. Es muss ein Hoch geben. Wo ein Tief ist, ist auch ein Hoch. Wir schauen mal, ey Leute, wir haben richtig Bock. Wie gesagt, das ist echt schon lange her. 3 Monate, das letzte Lost Place Video. Hat er auch benutzt. Oh ja, nee, das zeige ich euch nicht. Das ist ein bisschen eklig. Ja, eigentlich muss es da hier eine Treppe geben. So blöd kann man doch nicht sein. Hm. Oh, hier noch. Keine Treppe. Keine Treppe? 89. Ja, weiß nicht. Hier sind auch überall, was sind das hier so? Bestellungen. Ah, da steht auch noch überall was drin. Aber ich habe jetzt meine Handschuhe auch nicht dabei. Scheiße. Ja, hier sind tatsächlich alles noch Bestellungen durchdruck. Ja, Treppe ist jetzt nicht gefunden. Aber wir gucken mal von der anderen Seite irgendwie. Wir haben da schon was finden. Hier. So, Treppenhaus gefunden. Boah, aber überall Dornen, Alter. Boah.
Scheiße, ich bin voll in Spinnenweben gelaufen. Ja, ich nicht. Ja. Oh Mann. Oh, auch noch ein Dachboden. Keller? Cool. Also einen Keller gibt's auch noch. Boden gibt's auch noch. Was hast du gemacht? Ich muss den Wasser noch machen. Okay. Also, Fakt ist, du musst hier aufpassen, wo du hintrittst. Das steht schon mal fest. Ja, hier so ein kleines Bad, also. So. Ja, super. Ja, ich hab hier nur. Boah, Leute, nee. Oh, leck mich doch. Ja, da ist zwar eine Toilette, aber ey, hier ist jemand auf den Boden gekackt. Boah, nee. Alter. Aber ich muss ja mal sagen, ne? Ja. Dafür, dass das jetzt hier so voll abgeranzt ist, ne? Hat das irgendwas, oder? Oder vertue ich mich da? Das kann auch sein, weil wir so lange nicht waren. Ja. Also wie gesagt, das macht wieder richtig Spaß. Ist wieder mal ein cooles Feeling, wenn man das echt ja, öfters mal sagen kann. Kann man hier überall auf den Boden kacken, ey. Scheiße. Ich frage mich überhaupt, wie man sowas macht. Das ja. Ist total unangenehm. Also das werde ich dann auch pixeln, aber hier auch wieder auf dem Boden schön gekackt, Leute. Muss man nicht verstehen. Noch ein paar Chips sind auch da. Oh Mann. Oh Gott. Ja. Willst du mal da hochgehen? Da ist auch Kacke dran. Da ist auch Kacke dran. Ja. Okay. Oh, hoffentlich hält der Scheiße. Das sieht so aus, als ob es stabil ist. Aber ich glaube, da oben ist nicht viel. Ah, ich will nicht unbedingt weiter hoch. Ah, da hinten ist noch so ein alter Kinderwagen. Ja, hier sind schon so ein paar Sachen, ne, aber... warum? Ich weiß es nicht, ey. Ne, da will ich jetzt nicht unbedingt drauf. Ne, da muss ich euch leider enttäuschen. Sie glauben, das ist erfunden? Diese Geschichte ist wahr. Ich muss sie leider enttäuschen. Ich will auch mal kurz gucken. Guck mal hoch. Ja, komisches Gesteck. Hm. Aha. Ne, aber ich trau dem Braten so nicht unbedingt mit drauf gehen. Ja, hier ist auch alles voll mit Vogelkacke. Ja, ja, muss man nicht unbedingt haben. Ja, würde ich sagen, gucken wir uns mal das nächste Gebäude an. Okay, bevor wir das nächste Gebäude nehmen. Aber geh nicht so schnell, dass ich die Stufen noch sehen kann. Nehmen wir mal noch den Keller. Oh Mann. Oh Gott. Oh Mann. Das ist schon ein bisschen creepy, ey. Ist da irgendwas? Ja, ich weiß es noch nicht. Boah. Nee, hier geht's nicht weiter. Okay, noch kurz. Ne, ist auch nur so ein kleiner Raum mit so einer Pumpe. Okay. Ist nichts Besonderes. Gut. Kannst du für die Zuschauer mal reinwaschen? Ja, hatte ich gerade vor. Na, seht ihr hier. So, die Treppe ist ziemlich geil, dass die erste Stufe nicht mal so breit ist wie die Türe. Ja. Oh Mann, ey, ich kann mich hier kaum bewegen. Oh. Ja, das will ich echt. Guck mal hier. So gehst du mal aus Versehen im Dunkeln. Oh, scheiße. So, wir sind im ersten Nebengebäude. Und der Erik sagt gerade schon, guck mal hier. Hier ist der zweite Kinderschuh. Einfach so. Auch wieder hier Kinderrucksack.
viel Müll. Eine alte, was ist das? Eine Kapselmaschine oder so? Okay, der sieht auch cool aus. Also, es hat auf jeden Fall irgendwas, muss ich dazu sagen. Kommt immer drauf an, manchmal ist es aber auch echt geil, wenn man so komplett runtergerockte Sachen hat. Ich sag, manchmal haben auch diese runtergerockten Sachen irgendwas. Ne? Ich finde hier. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das hier gewesen sein könnte, aber vielleicht Material irgendwie. Ja, das könnte natürlich sein, ne? Weiß ich nicht, oder fertig schreiben. Ja. Kann auch sein. Dieser Spalt hat einfach drauf irgendwie kaum Sinn. Meinst du da diese Durchreiche oder was? Ja, mit ja. Der Luke, ne? Ja. Es kann sein, dass hier mal eine Maschine stand und da war der Spielverrat, da ging da durch. Okay. Ja. Ja, man muss dazu sagen, der Erik, der ist gelernter Dreher. Und wir sind ja in einer alten Dreherei. Und laut. Ne? Also laut dem, was wir gehört haben. Und wenn es so ist, wird er uns zu dem einen oder anderen, wenn wir was sehen sollten, noch was erzählen können. Glücklicherweise. So, schauen wir einfach mal weiter. Ja, alles versiegelter Boden. Wir werden dann schon was aus. Aber siehst du, wie die kleinen Decken. Ja. Also du siehst ja auch auf dem Boden irgendwo eine Maschine festgefahren, das ist unheimlich. Ja, das stimmt. Ja, ich hole noch ein oder andere coole Graffiti dabei. Ich kann sagen, was das gewesen sein konnte. Ja, vielleicht kommen wir dem noch auf die Schliche. Aber das sieht auch cool aus. Also wenn die Sachen gut gemacht sind, ne, finde ich das echt klasse. Was ist das denn? Nee, hier, mit dem Bösen. Das, nein, das nicht. Nee, also das hat echt was. Hier, das ist jetzt auch nicht wirklich schlecht, aber ich kann nicht mehr fahren. Ist hier mitten am Hof? Wo rein? Gehen wir hier als nächstes rein? Gucken wir mal hier. Der Hund hat uns schon mitbekommen. Aber hier, wie gesagt, das ist ja alles komplett offen. Oha, Erik, pass auf, ne? Also wenn ihr hier mal guckt, hier hat es gebrannt auf jeden Fall. Decke kommt auch schon runter. Riecht's auch richtig. Ne? Ja. Oh, hier riecht richtig nach Feuer. Es riecht auch nach Metall. Auch, ja. So riecht ja. Metallverarbeitung. Krass. Mit ein bisschen Feuer. Dir. Ich finde es immer noch merkwürdig, weil du erkennst hier nirgendwo, normalerweise hast du dann hier so wie hier überall ja. So Dinger, wo die Maschinen im Boden festgemacht worden sind. Ja. Das sieht geil aus. Ah, guck mal, das war wohl eine Schweißerecke. Ja, Abzugsanlage. Ja, und hier war auch der Brand, also man riecht es extrem. Schau ja, mal hier. Ich gehe mal davon aus. Der alte Kran noch. Das hier, das Gebäude hier ist abgefackelt. Ja. Also, oha. Ich schaff's mal an. Es scheint aber nicht, also die Treppe ist definitiv nicht hoch. Nee, die gehe ich auch nicht hoch. Auf gar keinen Fall, Mann. Auf gar keinen Fall. Boah, das riecht so krass. Hier noch. Okay, hier ist die andere Seite. Ja.
aber hier kann man schon richtig geile Fotos gleich schießen. Auf jeden Fall. Da ist sowas. Ja, ja. Da steht dann vielleicht eine Zug- und Spindeldrehmaschine. Hast du hier die eine Seite und da die andere Seite? Ja. Aber eigentlich müssten hier viel mehr davon sein. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, guck mal, hier hast du auch noch einen Kran. Also bestückt wird hier auf jeden Fall. Ja, ja, das sind so kleine, damit kannst du die Maschinen bestücken. Ja. Aber das sind ja trotzdem noch Schweißerei. Kann auch sein, dass hier so ein Tisch stand, wo du schweißen kannst oder anreißen kannst oder was auch immer. Aber die Halle, die hat schon was. Hier stand auch was. Ja, man sieht doch, was ja überall an den Decken. Hast du hier die Kräne zum Bestücken der Maschinen? Da, da, 3, 4, 5, 6, 7. Oh geil, guck dir den an, Alter. So ein richtiger Schwenkarm noch. Ja, vielleicht stand hier ein Bohrwerk. Geil. Boah, hört ihr das? Das ist das Dach. Ich das gleich an? Nee, ich glaube einfach, das arbeitet. Also ich hoffe mal, dass es nicht einbricht. Oh Gott. Hilfe! Das ist sehr unglaublich. Boah, der gefällt mir richtig, ne? Super geiles Motiv. Was haben wir hier? Hallo. Hallo. Ich wusste schon, ich hatte jemanden gehört. Also. Ach guck mal, hier hast du so, glaube ich, nochmal Taschenlampe. Hier hast du, glaube ich, so Werkbank. Kann man nicht mehr so genau sagen, was hier war. Vielleicht Magazin? Nee, hier hat Material gelegen. Guck mal. Liegt immer noch Material. Ja, liegt immer noch Material. Ich werde jetzt nicht durch die Pritze laufen, wenn ich die ausnehme. Ja. Ja, Holz liegt hier noch. Also hier sieht man, hier hat Material gelegen. Ja. Ich denke mal, Profile mit Sicherheit. Aber hier hat man auch schon ein Loch in der Decke. Hier muss man echt aufpassen. Ja, Holz liegt mir ja, aber ich denke mal echt, hier haben Rohre, Profile oder sonst irgendwas gelegen. Achso, das ist kein Material. Ne? Nee, nee. Ja. Liegt auch noch ein Material drin. Was ist hier? Habe ich noch nicht geguckt. Oh, nee. Also das ist krass. Oha. Vielleicht waren hier Umkleidekabinen und sowas. Also wir sollten hier wirklich richtig aufpassen. Guckt euch das mal an. Auch hier. Pass auf, geh weg da. Wenn das schon so nachgibt. Weich runter geht's hier nicht. Das ist hier also ebenerdig. Ah, guck mal hier. Jetzt mal hier rein. Okay. Also da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das hier irgendwie schon. Guck mal. Ja, ich meine, gut, hier kommt die Decke runter. Das ist richtig. Ne? Ja, aber da muss ich jetzt nicht unbedingt. Nee. Ich will nicht umdenken, obwohl vielleicht. Du Schlawiner, du.
Letzte Schicht war um 10 nach 3 beendet. Wer weiß, wer weiß. Der Kranschalter. Okay, hier hat es auch schon gefackelt, da werde ich auf keinen Fall hochgehen. Suchen wir mal den Erik. Da ist er ja. Ja. So ein Holzrahmen. War das hier, das nämlich außen dieses Schild dran hat? Und halt, die Toilette sieht auch nachgebaut aus. Ja, die sieht auf jeden Fall dazu gebaut aus. Das war da, ja. Warte, ach, das war das Ding, das da eingestürzt ist. Ja. Also der Platz scheint begehrt zu sein, wir haben jetzt gerade auch noch zwei andere Fotografen getroffen, die mir auch gleich Bilder anschießen. Werde ich gleich auf jeden Fall auch noch machen. Aber ich bin echt gefesselt die ganze Zeit. Ist schon cool. Gefesselt. So, kennen wir, ne? Alte Dosen. Ja, aber guck mal, die Spreller waren wenigstens so geil und haben die alle... Und haben die auch da reingepfeffert, ne? Ich meine, es kann auch sein, dass die nachträglich reingeschmissen haben. Hm. Die Tür ist zu. Hat einer so einen Dämon hingemalt. Doch, ich leuchte nicht direkt drauf, weil sonst wird es überlichtet, dann siehst du nichts mehr. Ja, ich stehe es, Schlau, ne? Die Wände haben Gesichter. Oh Gott. Zu? Okay. Gehen wir da. Ja, die wird auch zu sein, ne? Was denn? Klimaanlage. Ja, aber jetzt für Klimaanlage, ne? Ein Venti. Hier hängt auch schon das Verkleidung runter. Ja, der macht die Leitung. Ja. Und jetzt. Ist das noch voll? Ja, ja, ne? Auf der anderen Seite steht irgendwas drauf. Ja. Nichts Gutes. Ja, zumindest ist das alles hier an einem Platz. Oh. 20 Tonnen. Ja, 25 Tonnen. Ja, ja. Ja. Cool. Ah, da stand auch was. Ja. Also wir arbeiten tatsächlich auch mit solchen Geräten. Und ja, das ist schon ein ganz ordentlicher Wert, der auch noch hier zurückgelassen wurde. Ne, ist ja nicht nur einer hier. Aber es ja, ist gut, schon... aber die wieder in Stand zu setzen, ist teurer als nur... Ja gut, aber im Endeffekt weißt du, was ich meine, ne? Ist schon cool. Toiletten. Das waren die Umkleidekabinen. Ja. Kommt dich noch, ja, hier hast du die Hände gewaschen, ne? Ja. Logischerweise. Noch eine Toilette. Ja. Vorsicht, Loch. Ja. Ja, ja, und hier werden die Spinde gewesen sein, ne? Aber wenig Spinde und keine Duschen. Ja, stimmt, Duschen haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Ja, die müssen halt so in der Mitte gestanden haben, die Stelle. Ja, gehe ich mal von aus. Ja, weil hier war irgendwas, Heizung oder keine Ahnung. Ich weiß. Da sind Steckdosen an der Seite. Aber guck mal, da waren auch so Löcher. Du hast ja auch Abflüsse. Ja,
war noch nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. So, und für die, die es interessiert, mal hier, das ist das Objektiv, Pancake, richtig geil handlich, ja, hat ungefähr den Blickwinkel vom menschlichen Auge, also eigentlich perfekt für Streetfotografie. Ich finde es, wie gesagt, sehr praktisch und ja, wie gesagt, die Bilder auf Facebook, auf der Seite Urbex Inc., könnt ihr euch gerne alle zu diesem Lost Place hier anschauen, weil ich finde, hier sind echt viele kleine Details, sind viele schöne Bilder bis jetzt schon bei rumgekommen. Aber ich bin noch nicht am Ende. Schauen wir noch mal weiter. Ja, wie der Zufall es will, haben wir hier wieder neue Räume gefunden. Ich denke mal hier Verwaltung oder sowas. Kamera weg. Wärst du fast in die Kamera gelaufen, wa? Aber das ist nachträglich, ich komme mit dem Türraum hier viel zu. Das ist aber verschachtelt hier alles. Ja, aber das hier ist ja bereich, wo ich reinkomme. Hier steht doch dieses. Oh! Pass auf! Hier NBA-Folien, Scheibentüren, Kfz-Folierungen. Kfz-Folierung? Ja. Haben die hier bestimmt nachträglich? Ja, denke ich mal. Was ist denn hier? Meldegruppen, Alarmzähler. 500, warte mal. 535 Alarme gab es hier. Ja, guck mal hier, an diese komischen kleinen Batterien angeschlossen. Hier drin hast du auch eine. Okay. Hier waren die Duschen, glaube ich. Ja, das, oder? Das könnte auch ein Waschraum gewesen sein. Könnte auch, nur für Papier. Weil hier siehst du immer noch keine Rohre und keine Diener an den Wänden. Ja, das stimmt. Aber guck mal, hier sind auch Toiletten. Hier waren auch Waschräume wieder. Das ist gut. Guck mal, hier sind zwei Duschen. Ja. Aber hier mit dem Pissoir, mit diesen Saluntüren, auch nicht schlecht. Ja, aber hier siehst du auch schon, ja. Hier siehst du das nicht. Ich kann mir mal vorstellen, dass hier so Bänke waren, so Holz, weißt du? Das kann auch sein. Hier stand ein Spindel drauf. Ja, kann sein, guck mal, da ging auch Leitung auf jeden Fall. Vielleicht war hier auch komplett zum Waschen, ich weiß es nicht. Aber da ist kein Abfluss. Also es macht Sinn, dass entweder Sitzbänke oder Spiegel. Ja, hast du recht, Abfluss ist hier keiner. Gehen wir nochmal eine Etage höher. Okay. Hier die sanitären Anlagen. Oh. Mit Sicherheit waren das Büros oder sowas. Hier ist auch wieder eine Toilette. Also wie gesagt, das Gelände, das ist schon relativ groß. Krass. Krass, Alter. Willst du dann gucken, was das ist? Nicht Pause-Kombination.
Ja, da vorne der Raum bleibt mich auch nicht rein. Ja. Das ist so schlimm. Oha. Ja, hier ist dieses Ding. Ich weiß aber nicht, was eine Lichtpaus-Kombination ist. Eine Lichtpaus-Kombination? Ich weiß das ja, um so Folien zu bedrucken vielleicht, oder? Guck mal, ja. da sind auch Röhren drin. Guck mal, das sind doch, ja, ich das sind Leuchtstoffröhren. Das ist irgendwas zum Bedrucken. Ich denke auch irgendwie so ein Leuchtstoffröhren. Das sind Leuchtstoffröhren da drin, oder? Das hier? Da drinnen, die Dinger. Das ist Metall. Da läuft da das Zeug hier doch drüber, das Band. Das hier, die waren bestimmt zum Das sieht aus, als wenn da Leuchtstoffröhren drin. Vielleicht ist das auch dafür da, um hier so ein Magnetband zu machen. Ja, das könnte vielleicht auch sein. Das liegt ja überall rum, ne? Ich weiß nicht, ob das aus der Maschine kommt. Aber das ist die Frage. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja. Hey, das sind Leuchtstoffröhren. Guck doch hier. Ja? Hier sind die Zündeinheiten dann noch. Ja. Ja, da sieht man ja auch, dass das... Ja. Hm. Also, wenn einer von euch weiß, wie hieß denn nochmal? Lichtpaus. Eine Lichtpausmaschine. Lichtpaus. Ja, guck mal hier. So, wenn einer von euch weiß, was man damit macht, was man damit tut, gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht werden wir schlauer. Erik, du bist schuld. Ja. Ja. Einer muss schuld sein. Heute ist Erik schuld. Okay. So. Hm. Lassen wir das Gebäude mal. Was ist denn hier noch? Guck mal, hier ist auch noch so Keller. Ja, ich weiß, ob ich eben schon bin. Gucken wir doch da mal rein. Oh. Das ist eine kleine Werkbank. War vielleicht Hausmeister. Ja, da ist der Öltank. Nochmal Licht. Haustechnik. Ja. Ja. Das Heizung. Heizung hast du hier. Wartungsraum. Ein paar Fliesen hast du noch hier. Ja, ein bisschen. Und hier der Öltank. Auch ein großes Ding. So, ihr Lieben, ich würde sagen, mit dem Lost Place hier sind wir durch. Und an der Stelle würde ich das Video dann auch gerne beenden. Ich hoffe, euch hat es natürlich wieder mal gefallen. Ihr seid wieder mal auf eure Kosten gekommen, weil ich denke mal, ihr habt den Kanal abonniert, weil ihr Lost Places sehen wollt. Und den habt ihr heute auch endlich wieder gesehen. Ich fand, es waren echt ein paar coole Dinge dabei. Und ja, für einen Daumen nach oben würde ich mich auf jeden Fall richtig bedanken. Ne? Würde mich riesig freuen. Für ein Abo natürlich noch mehr. Und ja, mich auf diesem Wege auch direkt nochmal für eure Treue bedanken. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, noch ein schönes Restwochenende. Euer Team von Urbex Inc.